Ich freue mich sehr, sie ist da. Vivi Katharina, bekannt als die erste Bündner Rapperin, heute im WLAN 24 Adventskalender. Ja, Vivi, du bist momentan ziemlich in aller Munde wegen dem einen Song, den du gemacht hast. Wie ist das Stanko mit der GKB? Bist du dort einfach einmal am Geld abheben gekommen? und dann haben sie gefunden, jetzt kommen wir mal gerade rein und wir hätten da etwas für dich, oder? Nein, also es war eigentlich lustig. Sie haben, ja, wie soll ich sagen, sie haben mich eigentlich durch GR, also Graubünden Musik, weil ich mich dort angemalt habe, haben sie mich eigentlich durch diese Plattform, also sie haben jemanden gesucht, wo sie eben das Projekt an Art können gestalten, kreativ gestalten. Und dann haben sie halt jemanden gesucht und durch diese Plattform sind sie dann auf mich gekommen und haben mich dann angehauen. So. Und jetzt bei dem Track ist das eigentlich, also hast du da gewisse Vorgaben gehabt? Was hast du müssen sagen, Dino? Es geht ja auch irgendwie um ein Vorsorgepaket, das sie jetzt genau. Also, damit. Müssen habe ich gar nichts, das ist aber auch noch gut zum Wissen. Also ich habe, was uns auch sehr wichtig ist, oder Ihnen auch und mir auch, dass es nicht ein Song nur für die Bank ist, sondern auch ein Song, den ich kann singen und machen kann. Wo ich sage, das ist das, was Vivi auch wirklich würde. Also, dass es wie authentisch auch bleibt. So. Und klar habe ich gewusst, dass wir, also wir haben uns auch unterhalten, um was geht es denn überhaupt? Ich kann ja nicht über ja, Gummibärli etwas machen, wenn es, ich habe schon gewusst, um was es ungefähr geht und habe das einfach probiert, so ein bisschen in meine Worte und in meine Werte zu übermitteln und zu schreiben halt. Ja. Wie wichtig ist es denn dir auch selber, also jetzt ja, vielleicht nicht gerade im Anlagebereich oder dass du deine Aktiengeschäfte selber führst, das vielleicht ja. Nicht, aber ja, grundsätzlich hat ja das eine sehr starke Botschaft, dass die Frauen auch mehr selber in die Hand nehmen sollen, mehr selber machen. Wie wichtig ist dir das auch sonst als Thema? Oder? Wie ist deine Erfahrung auch mit anderen Frauen? Sind da andere Frauen eher ein bisschen zurückhaltend? Und ja, also zurückhalten ist vielleicht ich denke halt, dass viele Frauen sich das nicht getrauen oder nicht den Mut fassen, um das einfach zu probieren halt. Also ja, verlieren kannst du in dem Sinne nicht. Also. Ja. Also aber jetzt allgemein im Leben oder jetzt einfach nur bei den Finanzen? Oder? Das ist ja, schon allgemein. Schon eine krasse Frage, aber ja, ja. Ich denke schon auch, vielleicht auch allgemein, ja, auf jeden Fall. Mhm. Also, ja, ich weiß halt nicht. Es ist sicher auch allgemein. Oder halt eben, ja, weil ich bin, also ich sage jetzt zum Beispiel auch, das Thema Selbstbewusstsein oder Thema, ja, eben, das macht bei uns die Frau, dass viele halt das Gefühl haben, ja, ich kann das nicht und dann lasse ich lieber andere oder lieber meinen Mann machen, der macht das dann schon. Und so, ich denke schon, das Hauptding ist schon vielleicht schon sich getrauen. Also, es braucht Mut, also es ist schon mutig, ich meine, ich ja, müssen überwinden, um das zu machen. Aber schlussendlich sage ich halt immer, man lebt nur einmal. Man könnte jetzt hier am Boden gehen. Und also, weißt du, wie ich meine? Es ist, ja, und es ist einfach schade, wenn man es halt einfach. Ja, ich finde es schade. Oder ich finde es schade, wenn man es einfach so. Ja, das Leben von den anderen vorbeilaufen lässt. Quasi. Ja, genau. Ja. Ja. Du hast auch gesprochen. Du bist, ich finde es mega spannend bei dir. Du bist. Ja, jetzt eigentlich im Verlauf von dem Jahr bist du so mal das erste Mal ein bisschen in die Öffentlichkeit getreten. Und bist danke mit, dir übrigens auch noch ja, mal, gell? Gerne. Jederzeit. Und was ich sehr schön gefunden habe, ist, dass du wirklich von allen mit offenen Armen empfangen worden bist. Also es ist wirklich, du hast irgendwie so einen Look gefunden, wo glaub alle gedacht hätten, es wäre schön, wenn einmal jemand etwas machen würde. Ja. Also wie sind deine Erfahrungen? Also sind die Reaktionen immer noch so grossartig wie am Anfang? Ja, jetzt eben nochmal, um das nochmal zu sagen. Bei mir war ja wirklich das Singen immer Thema gewesen. Also ich habe wirklich als Kind immer gesungen. Und der Rap ist eigentlich wirklich halt mehr dann dazugekommen.
weil ich gefunden habe, mal, das gefällt mir. Das, und ich finde halt, durch den Rap kann man halt etwas mehr oder mehr erzählen. So. Beim Singen ist halt mehr emotional und das ist auch schön, aber ja, darum habe ich das wie ein bisschen mehr dann gemacht und mehr geschrieben. Und die Reaktionen sind gut. Also klar, ich sage immer, ich wiederhole mich da auch immer. Ich sage immer, du kannst eigentlich machen, was du willst. Du kannst jetzt keine Ahnung, Sport machen oder Mühlen lassen oder basteln oder weißt du, es wird immer Leute geben, die das halt nicht so feiern oder wo nicht, das halt nicht so gefällt. Und das ist ja auch gut so. Also es soll ja auch so sein. Meinungen sind aber eben, ich habe ein bisschen das Gefühl, bei dir ist es wirklich sehr positiv und ja, spannend. Also, ja. Ich habe jetzt niemanden gefunden, der gefunden hat, wäre also schon schön, wenn die Rap-Szene bei den Männern ja, bleibt. Ja. Schon? Also der letzte Song, eben das macht bei uns die Frau, es hat schon auch Reaktionen gegeben, die nicht gut gewesen sind. Also eben, ich weiß nicht, was es war. Und ich habe auch immer erwähnt, liebe Männerwelt, es ist gar nicht irgendwie gegen Männer oder so. Also es ist gar nicht irgendwie, ja, wir brauchen ja Männer. Aber es hat schon auch negative Kommentare und Reaktionen gegeben. Und das ist ja auch okay. Also, gut, es ist natürlich ist auch eine ganz andere Plattform, die du jetzt durch das hast. Eben, ich habe jetzt gesehen, GKB macht sogar noch Werbung. Ja. Zum Teil auch lustigerweise vor diesen Videos habe ich auch schon eine Werbung gesehen von GKB. Ja. Und dann habe ich gedacht, das wäre dann mal noch mega lustig, wenn wir dann dieses Video so schalten und dann noch die Werbung vorne dran kommt. So. Also liebe GKB, vielleicht lässt sich das sogar einrichten. So, ja. Also, und du musst denken, es ist natürlich auch ein Thema, das bewegt. Es öffnet auch zum Diskutieren. Und das ist ja auch schön, dass ich das. Also, das ist ja auch mein Ziel, dass man ein bisschen über das kann reden und austauschen sich. Ich meine, ich singe gerne und singe über Blümli und so. Aber für mich ist der Rap halt cool geworden, um einfach auch mal sagen. So. Also, Tacheles. Ja, es ist halt so. Ja, genau. Ja, was ich noch beobachtet habe, ist bei dir, du tust immer so ein bisschen Hochdeutsch, ein bisschen Mundart, zum Teil auch ganz. Jetzt hast du gesagt, hast du einen Song, der ganz ein Hochdeutsch ist. Genau. Wieso ist das bei dir so? Ist das, weil deine Mama, weil das deine wirkliche Muttersprache ist, so? Also das Hochdeutsch? Nein, oder? Also es ist eigentlich nicht, es gefällt mir einfach so, weil ich halt beide, es ist eigentlich sehr blöd, weil ich halt viel gerne mache. Und dann probiere ich halt alles zusammen, irgendwie am besten alles miteinander. Aber darum halt, ja. Darum gibt's habe ich so ein bisschen angefangen. Das hat sich wie so dann ein bisschen bei mir sich halt so ergeben. Dass ich halt immer mal Schweizerdeutsch, Hochdeutsch. Ja, und jetzt probiere ich eben, der nächste Song ist nur Hochdeutsch, ist eben ein bisschen etwas Schöneres, etwas so. Wer weiß, was noch kommt? Vielleicht mache ich mal, weiß doch nicht, Techno oder es gibt so viele Sachen, die man kann ausprobieren. Und ich bin da halt sehr vielseitig und ich liebe das auch so. Experimentierfreudig. Einfach chattern lassen, sage ich immer. Ja. Bist denn du so Künstlerin, die auch vielleicht irgendwann einmal auf ein EP oder auf ein Album abzielt? Oder machst du Single um Single und lässt mal ein bisschen? Du, klar, das Ziel von jedem Künstler oder eine Herzenssache ist schon, um mal ein Album zu können. Aber es braucht halt viel, viel Zeit, viel Aufwand. Aber ich würde jetzt nicht sagen, nein, so niemals. Also klar, es wäre schon mein Ziel, um. Aber es ist gleich noch nicht konkret, wie jetzt, dass man sagen könnte, ja, Mitte 22 gibt es eine Doppelzähne. Nein, so konkret ist es wirklich so. Nicht. Aber ich werde da schon dranbleiben. Aber man muss denken, ich habe jetzt drei eigene Songs. Klar habe ich noch ein paar Songs gemacht, eben mit dem Seabeat oder so, eben zum Beispiel. Aber für ein Album brauchst du, was sind das? 18 Songs oder 20 oder so. Ja. Da muss ich schon noch ein bisschen arbeiten. Muss ich schon noch ein bisschen dran. Ja. Aber, Aber bleibst du weiterhin auf dran? Auf jeden Fall. Ich werde immer weitermachen und dranbleiben. Nächste Single, wann kommt sie?
Noch dieses Jahr oder dann schon im neuen Jahr? Im neuen Jahr dann, ja. Okay. Das ist jetzt eben der Track, der dann auf Hochdeutsch ist. Genau, ja, zum, Hochdeutsch. Zum auch außerhalb vom Kanton und außerhalb von Schweiz vielleicht. Vielleicht, wer weiß. Ja, und dort, ich kann schon mal so viel sagen, es geht eigentlich ein bisschen in dem Song. Es ist eine Art, also ein Beispiel ist es eine Art wie eine Zugfahrt. Also man steigt in den Zug ein, es kommen Leute rein, Leute gehen wieder, andere bleiben. Das ist mehr so ein bisschen ein Lebens... Ja, so ein bisschen, ja, mehr eben so ein bisschen Emotionen. Das ist auch total mein Fall. Also, ja. Darum eben, ich mag beides gerne. Also, ich finde deine Ideen immer gut. Ja. Nein, es ist wirklich, das muss man jetzt einfach auch einmal sagen. Es ist jeder Song irgendwie, den du bis jetzt veröffentlicht hast. Eben, der erste war ja der «Ich will», den ich irgendwie sehr cool gefunden habe, wo du einfach mal ein bisschen erzählst, was deine Sehnsucht sind und was du im Leben noch erreichen willst. Dann hast du den Song gemacht über deine Mama, den ich sehr, sehr cool gefunden habe. Jetzt hier mit den Frauen. Dann. Ja. Jetzt hast du noch etwas für alle RHB-Fans. Ja. So. Nein, ich finde es schon noch krass. Weißt, so. Aber es freut mich auch, weißt du? Das ist schön. Und ich finde, es hat jeder Song so eine Geschichte. Und auch so wie ein bisschen eine eigene Fangemeinde um den, oder? Ja, so. Genau. Ja. Das ist doch eigentlich so. Das ist eigentlich wie Tätowierung. Tätowierst du ja auch nicht einfach irgendwie. Also für mich jetzt persönlich. Aber hat alles so ein bisschen, ja. Eben, ich weiß nicht, vielleicht irgendwann mache ich mal einen Song, wo eben einfach irgendetwas. Aber einfach mal wirklich einfach. Bei mir ist halt auch das Problem, ich habe immer das Gefühl, oder was ich noch lernen muss, ist, weniger ist einfach mehr. Also nicht immer da alles füllen und mit 1000 Stimmen und einfach mal, ja, easy. Mal ein bisschen Gang runterfahren und dann mal schauen. Ich nehme es jetzt, wie es kommt, weil es kommt eh immer so, wie es muss. Meiner Meinung nach. Das ist ein super Schlusswort. Ja. Ich sage danke vielmals, dass du da bist. Und ich freue mich weiterhin auf viele kreative Outputs von dir. Ja. Und mach weiter. Dankeschön. Weil dann machen es auch andere Frauen. Ja. Genau, das ist super. Ja. Das wär's gewesen. Vielmals, merci. Vivi Katharina, checken Sie aus. Sie hat ein paar gute Videos auf YouTube. Und auch sonst kann man sie, glaube ich, auch downloaden und sie ein bisschen unterstützen. Natürlich. Das ist sehr cool. Gerne. Machen Sie gut. Das war es für heute. Danke vielmals. Ciao. Ciao, ciao.